Es gibt ja so eine bedenkliche Erkrankung des Gehirns, die uns immer kuscheliger macht. Ich habe dieses psychiatrische Syndrom nach langer Beobachtung entdeckt und ich nenne diese Krankheit Nash-Demenz. Was das genau ist, ob du davon betroffen bist und wenn ja, was du dagegen tun kannst, das erfährst du hier in diesem Video. Mal eine Banane, mal ein Schlückchen Saft, vielleicht zum Kaffee einen kleinen Keks und der Geburtstagskuchen der Arbeitskollegin, hey, der macht den Braten auch nicht fett. Oder doch? Was da an Extrakalorien zusammenkommt, das lässt am Ende des Tages eine Hauptmahlzeit aussehen wie ein Appetizer. Und das Dumme ist, wir genießen das ja nicht mal, dieses Nebenhernaschen. Das sind über Jahre lang antrainierte, unbewusste Prozesse. Und du kannst ganz einfach rausfinden, ob du unter Nash-Demenz leidest. Fotografiere einmal ein paar Tage lang alles mit deinem Smartphone oder Handy, kurz bevor es in der Futterluke verschwindet. Alles! Wenn der Fotospeicher nach 2 Tagen voll ist, tja, dann weißt du auch, wo die Nash-Plauze herkommt. Das Gute ist aber dann, du holst diese unbewussten Prozesse wieder hoch ins Bewusstsein. Und dann hast du zumindest auch ganz kurz die Chance zu hinterfragen, ob das jetzt wirklich sein muss. Wenn jetzt ein eindeutiges Ja kommt, dann ist es auch. Aber mit dem Unterschied, dass du es jetzt wieder bewusst genießen kannst. Und alles, was man bewusst genießt, ist völlig in Ordnung. Vielleicht hilft aber ab und zu mal, einen Spruch auch sagen zu können, nö, brauche ich jetzt nicht. Der Spruch lautet, ein paar Minuten Geschmack auf den Lippen, aber die Extrakalorien lange, lange dann auf den Genau. Rippen. Vielleicht schmeckt dir folgender Extra-Tipp. Wenn du schon dein Essen fotografierst, dann teile es doch per Instagram oder Facebook mit deinen Freunden. Oder gründe doch mit anderen nachstimmenden Freunden eine WhatsApp-Gruppe und schickt euch gegenseitig eure Fotos zu. Das Gute ist dabei, dass du dir noch, bevor du das Zeug isst, eben nochmal genau überlegst, ob das jetzt wirklich sein muss. Probier es aus und immer schön gesund bleiben.